Sie mögen Englisch sprechen, was aber nicht heißt, dass Sie die Briten verstehen. Herzlich willkommen zum Video über englische Kulturstandards. Nach diesem Video werden Sie die Handlungs- und Kommunikationsmuster von Menschen aus Großbritannien besser verstehen und einordnen können. Auch wenn diese Informationen Ihnen nicht die Aufgabe abnehmen können, in Begegnungen vor allem von Ihren interkulturellen Kompetenzen Gebrauch zu machen. Vor einer Zusammenfassung der Kulturstandards Großbritanniens möchte ich deshalb einige Hinweise geben. Falls Sie diese Hinweise schon kennen, dürfen Sie sie auch überspringen. Beachten Sie bitte, dass für ein bestimmtes Verhalten von Menschen meistens eher situative oder persönliche Gründe ausschlaggebend sind und kulturelle Gründe eher ein untergeordneter Fokus in Ihrem Verstehen anderer Menschen sein sollten. Die Anwendung von Kulturstandards kann zur Bildung neuer Stereotypen und Vorurteile führen. Im Gegensatz zu Stereotypen und Vorurteilen wurden für die Ausarbeitung der Kulturstandards systematische Analysen realer, alltäglicher und erlebter Handlungsroutinen durchgeführt, die durch weiterführende Recherche wissenschaftlich validiert wurden. Kulturstandards entwickeln sich nicht zufällig, sondern sind in der Geschichte einer Gesellschaft verwurzelt. Sie sind quasi das Resultat einer langen Auseinandersetzung der Menschen mit den Gegebenheiten sowie mit sozialen, politischen und ökonomischen Ereignissen. Die Menschen haben damit auf kollektiver Ebene eine praktikable Antwort auf gewisse Anforderungen einer Epoche gegeben. Wir könnten sagen, dass Kulturstandards der Geschichte in einem langen Anpassungsprozess folgen. Kulturstandards haben selbstverständlich einen Toleranzbereich. Das Verhalten von anderen wird auf Basis dieser Standards bewertet. Das eigene Verhalten wird gesteuert. Kulturstandards sind eine Art Eckpfeiler des kulturellen Ordnungssystems und Orientierungsmaßstäbe. Das Vorhandensein solcher Kulturstandards fällt, wie kulturelle Prägung insgesamt, meistens erst in der Situation einer kritischen interkulturellen Interaktion auf. Der Kulturstandard der Selbstdisziplin bedeutet, einfach ausgedrückt, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Diese Selbstdisziplin beinhaltet eine Zurückhaltung in Bezug auf eigene Leistungen, das unbedingte Bewahren der Haltung und eine Kontrolle der Emotionen. Eine englische Redensart nennt dies to keep a stiff upper lip. Also bewahrt man eine steife Oberlippe. Stoisch die Haltung zu bewahren, gilt als bevorzugte Haltung gegenüber dem öffentlichen Zeigen von Emotionen oder Bedürfnissen. Selbst wer angerempelt wurde, entschuldigt sich eher, als dass er sein Ärger offen zeigt. Ein oft gehörter Satz nach dem Anrempeln ist: This was totally my fault. Also in etwa, der Fehler lag ganz bei mir. Eigenes Wissen, eigenes Können und eigene Leistungen werden nicht gezeigt oder einfach deutlich untertrieben, was auch als Understatement bezeichnet werden könnte. Während in Deutschland eine Leistungsethik herrscht, herrscht in Großbritannien eher eine Haltungsethik. Deutsche betonen Leistungen, Britinnen halten sich zurück. Kein Wunder also, dass daraus das Stereotyp der deutschen Besserwisser entsteht. Wie in Deutschland wird die Privatsphäre in Großbritannien besonders geschützt, was aber auch Themen der Politik umfasst. Die Wahrung der Privatsphäre der jeweils anderen erfolgt durch eine Zurückhaltung bei eigener Meinung und Ansichten. Insofern werden alle Meinungsäußerungen auch irgendwie abgeschwächt im Sinne eines I tend to say, also ich tendiere dazu, das so zu sehen. Daraus folgt eine Diskussionskultur, die weniger auf Konfrontation und mehr auf Einigung und Kompromiss ausgerichtet ist. Vorschläge, Bitten oder sogar Anweisungen der Chefin werden häufig mit Umschreibungen zum Ausdruck gebracht. Dieses Bild ist angelehnt an eine Karikatur aus einem englischen Buch mit Bildern über das How to be British, also wie man britisch ist. Und das bringt diese Art des indirekt höflichen Fragens etwas überspitzt, aber sehr gut zum Ausdruck.
Ein Bedürfnis wird womöglich eher angedeutet und es wird auf ein Angebot der anderen Seite gewartet. Symbole und Rituale sind in Großbritannien ein verbindendes Element der Gesellschaft und sind mehr als einfach nur Traditionspflege. Es wird quasi auf Elemente aus der Geschichte des Landes zurückgegriffen, um damit eine Kontinuität zu gewährleisten. Dazu gehört die Königsfamilie genauso wie das Rechtssystem, das auf Rechtsprechung der letzten Jahrhunderte zurückgreift. Die Grundwerte sind folglich auch nicht in einer Verfassung zu finden, sondern in Symbolen und Ritualen verankert. Dazu gehört die Wolle aus allen Teilen Englands, die sich im Wollkissen des Vorsitzenden des Oberhauses befindet, genauso wie bestimmte Feste wie Trafalgar, der V-Day und eine ungeschriebene Kleiderordnung. Es gibt eine starke Identifikation mit der eigenen Gruppe, was sich im Patriotismus, aber auch in der Identifikation mit der eigenen Universität, der Herkunftsfamilie oder dem eigenen Club niederschlägt. Der Pragmatismus, genannte Kulturstandard, beschreibt eine Haltung, die den gesunden Menschenverstand, den Common Sense, den womöglich wissenschaftlichen Theorien vorzieht. Das Down to Earth, also mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen, erscheint geeigneter, wenn es darum geht, Probleme zu lösen oder Projekte durchzuführen. Es gibt eine ausgeprägte Kompromissform als Form des Krisenmanagements. Briten wursteln sich manchmal lieber durch, statt sich lange den Kopf zu zerbrechen und lange und umständlich zu planen. Dieses Nuddling Through ist eine oft gewählte Strategie. Ganz im Kontrast zu der sonstigen Selbstdisziplin gibt es einen teilweise sehr freimütigen Umgang mit intimen Themen oder mit schwarzem Humor in Form von Ironie und Sarkasmus, der bei uns vor allem durch die Filme Monty Pythons bekannt wurde. Table Dancing oder Strip-Einlagen gelten in England nicht als schmuddelig und in englischen Pubs wird nach den Office Hours, also nach den normalen Arbeitszeiten, oft auf eine ausgelassene Art gefeiert, die wohl eher an den deutschen Karneval erinnert. Das Potenzial der Überraschung dieser Brüche von Regeln liegt am sonstigen so zurückhaltenden Stil der Briten. Briten setzen bissige Ironie und Sarkasmus mitunter so ein, dass sie dann fast schon aggressiv wirken. Der Smalltalk ist das erste Mittel einer interpersonalen Distanzreduzierung. Das Gespräch mit Fremden gebietet alleine die Höflichkeit. Die Fähigkeit, sich auch mit Personen zu unterhalten, die einem erstmal nicht sympathisch sind, wird hochgeschätzt. Eine Auskunft eines Polizisten kann auch manchmal mit den Worten "Well, darling, you have to go left, then" und so weiter beginnen. "Well, darling" ist vielleicht nicht die erste Ausdrucksform, die ein deutscher Polizist wählen würde, aber nicht alles ist ernst gemeint. Als Faustregel sollten wir uns aber merken, dass britische Freundlichkeit nicht mit deutscher Freundschaftlichkeit verwechselt werden sollte. Es gab und gibt ein tiefes Misstrauen gegenüber Deutschen, die als humorloses, arrogantes und besserwisserisches Volk der Grübler galten. Nicht erst seit der Weltmeisterschaft 2006 findet ein langsamer Wandel hin zu einem positiveren Deutschlandbild statt. Und in Zeiten wirtschaftlicher Krisen fragen englische Zeitungen auch mal, what we can learn from the Germans. Es wird also auch gefragt, was die Briten von Deutschen lernen können. Ich darf für Sie die Kulturstandards zusammenfassen. Selbstdisziplin, die Indirektheit interpersonaler Kommunikation, eine Ritualisierung, der Pragmatismus, ritualisierte Regelverletzungen, eine interpersonale Distanzreduzierung und Stereotypen über Deutschland. Dazu darf ich Ihnen die Bearbeitung von Fallbeispielen aus dem Buch Beruflich in Großbritannien empfehlen. Das Werk von Vandenhoek und Ruprecht stammt zwar bereits aus dem Jahr 2003, wurde aber 2016 auch inhaltlich überarbeitet und hilft sehr differenziert bei der Beschäftigung mit britischer Kultur und ist unter diesem Video verlinkt. Bitte beachten Sie, dass zur Zeit der Überarbeitung des Buches Beruflich in Großbritannien weder über den Brexit abgestimmt war, noch der Austritt vollzogen.
Kultur folgt den Entwicklungen und der Brexit stellt eine jüngere Entwicklung vor dem Hintergrund eher langsamer kultureller Veränderungen dar. Die genannten Kulturstandards sind auch nicht in allen gesellschaftlichen Schichten gleich wirksam. Das Video kann Ihnen aber sicherlich eine gewisse Ahnung geben, wenn es um die Verhaltensmuster oder Kommunikationsmuster Ihrer britischen Kolleginnen, Ihrer Studenten oder Geschäftspartner geht. Am Ende dieses kurzen Videos möchte ich Ihnen gerne die Lektüre folgender Bücher sowie einige Kommunikationsübungen vorschlagen. Das Handbuch für britische Soldaten, das 1944 vom britischen Kriegsministerium für die Soldaten in den besetzten deutschen Zonen herausgegeben wurde, ist interessant als Lektüre über die damaligen Stereotypen über Deutsche, aber noch spannender, wenn wir darauf schauen, was das kleine Handbuch über die Haltung der Briten verrät. Watching the English ist in seiner Gänze eine Beschreibung der englischen Kultur, wie sie nicht präziser sein könnte. Sehr oft verstehen Deutsche, die einen deutlich direkteren Kommunikationsstil gewohnt sind, EngländerInnen falsch. Deshalb empfiehlt es sich, ihr Verständnis diverser Redewendungen und Floskeln des Alltags zu prüfen. Hierzu finden Sie in Ihrem Lernbaustein ein Übungsblatt, das Sie aber auch per E-Mail anfordern können. Auf YouTube freue ich mich über Ihr Like, über Ihr Abo, über Ihre Kommentare, auf den Online-Learning-Plattformen, auf Ihre geschätzte Mitarbeit und Ihr Feedback zum Seminar.